So, jetzt sind wir hier wieder. Mach mal ein Intro. Ein Intro? Ich dachte schon, der Rühl setzt sich jetzt aufs Fahrrad, Alter. Was ist los hier? So. Cardio macht dünn, oder was? Ihr habt es gesehen, Cardio ist für Pussys, ne? Und da Pussy ja Stichwort ist, habe ich die größte Pussy in Deutschland gerade neben mir. Ja. Grüße. YouTube. Ja, liebe Us. Grüße, weihnachtliches. Markus, ja. Vorweihnachtliches gemeinsames Schultertraining heute. Ja. Ich dachte, ja. ich fahr hier beim Weihnachtsmann. Wo warst du denn? Fahr ich noch vorbei. Ja, du hast doch selber hier einer. Ja, bei mir, jetzt kommt es langsam. Ich habe mich vor eine Stunde rasiert, deswegen sieht er so aus. Du musst den Weihnachtsmann daheim machen, deswegen lügt er nicht, Alter. Der wird noch um dich bis Sonntag, ne? Ja, kurz vor Weihnachten. Danke fürs Zuschauen. Wir werden ein kleines Schultertraining machen. Ich richte mich komplett nach dem Urs, weil er ist derjenige, um den es geht im Bodybuilding aktuell. Ich bin eher so der Sidekick. Ne? Du trittst mir in den Arsch. Ja, ja, ich drehe den Arsch. Und ich hoffe, dass ich es überlebe. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sein. Hör doch auf, Alter. Also, Schultertraining. Ja. Markus Röhl. Wie habe ich mich immer gefreut auf so ein Video. Heute habe ich so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit so einem Arsch zu trainieren, der voll im Saft steht. Und ich so als Rentner. Ja, voll im Saft, Alter, jetzt. Das ist eine Vorbereitung für die Arnolds, ne? Ja. Das ist auch noch eine Vorbereitung. Wann bin ich's nicht, Alter? Ja, so ist es. Neben eines Bodybuilders. Wie ist es bei dir gewesen? Ja, ja. Genau gleich, oder? Na, mir war die Off-Season mal eine Ausnahme, ja. Das stimmt. Ich bin nur in Vorbereitung für Heiligabend. Ja. Jetzt haben wir noch hier knapp 10 Wochen, 11 Wochen bis zu den Arnolds 2024. Da sorgen wir dafür, dass die Dinosaurier aussterben, hätte ich gesagt. Zeigen mal, was hier German Engineering kann. Ja. Letzte der Mohikaner hier. Eins ist gewiss, den Vergleich, den ich beim Olympia nicht habe, den kriege ich da. Wer macht mit? Bei Arnolds? Ramon, ich. Ja, was ist egal. Nee, also schon auch starke Leute, alle bis auf Chris jetzt beim Also du Olympia. Und Ramon stark und Narpa. So muss ich jetzt denken. Wir zwei, ja, der Rest ist scheißegal. Ihr macht euren eigenen Wettkampf eigentlich. Ja. Ja, da ist Tonus drin, Alter. Meine Fresse. Plätzchen drin, Alter. Da Wenn ihr eurem Trainingspartner mal helfen wollt, ich spüre die hintere Schulter nicht. Ja. Drück so ein bisschen rein. Das Beste, was ja, gibt. Dass du so ein bisschen Muskelgefühl kriegst. Gerade die hintere Schulter, ja, Mann. Ey, boah, das Einschnitt, das ist sauer. So schön, wenn das mal wieder spürt, weißt du? Ja. Ja. Was so ein Tonus heißt, ja. Boah, das saut ist schon schwer. Aber. Da war immer noch ein Babykopf, der da hinten dran hängt. Also von Tonus musst du mir hier nichts erzählen. Easy. Ja, geht schon. Ja, der Hund ist echt schwer schon. Echt? Ja, na klar. Arschloch, ey, das gibt's doch nicht. Also am hinteren Kopf habe ich mit am meisten verloren. Das ist echt brutal. Ja? Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber Alter, der war mal so, ne? Ich wollte gerade sagen, wir können mal hier das Video einblenden, wenn du die 60er vorgebeult machst. Auf, die fand ich jetzt auf kaum noch 25 Rolle. Wiederholung. Ja, das stimmt. Geht. Und die letzte, komm auf. Ja. Stark. Aber dafür, ich schieb da noch gut an, Alter. Ja. Immer schwerer. Ja, machen wir mal ganz. Ja.
Letzte! Witzer. Sehr gut. Das ist dann die Technikpolizei wieder. Ja, das ist. Ja, Schwergewicht. Du musst schon auch ballern, aber ja. Wenn du jetzt dann nach so einem Satz zwei, drei saubere hinterher machst, dann ist das immer die Mischung. Nicht so. Entweder oder, sondern. Nein, beides. Ich meine, du hast auch mal 15er Seitheben gemacht und 50er. Absolut. Und das braucht halt beides. Bodybuilding kennt nicht einen Weg. Weil ist schwer, leicht. Ich garantiere dir, wenn du mit 15 30 Wiederholungen machst, brennt dir die Schulter. Platzt. Ja. Auf, komm. Ja. Boah. Gut. Boah. Weiter jetzt. Boah. Jawohl. Komm. Boah. Ja. Boah. So, komm. Ja, geht. Jawohl, weiter. Auf. Noch zwei. Komm. Ballerball. Und letzte. Ja. Stark. Boah. Ja, da geht schon Druck rein. Da ist schon Druck drin, Alter. Schokolade, Zucker. Schon wieder Schokolade gefressen. Rechts auf. Nimm. Ach, so. Geht, geht. Noch weiter. Jawohl. Mach zwei. So machen die es in Brasilien nicht, Alter. Was? So machen die es in Brasilien nicht. Was machen die? Scheiße. Ja? Ja. Da Wiederholung aufhören, oder? Ja, das. Ah ja. So wird man nicht. Ist immer noch, nach wie vor, bist du der massivste Mensch der Welt. Ja. Gewese, Volumen. Ja, Training, scheißegal. Ist Volumen, ja. Das ist. Das kommt aus Deutschland. Ja, ja. Und hier bleibt's auch. Ja. So sieht's aus. Ihr müsst immer euch merken, mit 3 Sätzen, mit 8 bis 12, kommt nicht weiter. Ne? Das ist einfach so. Ihr müsst halt auch Volumen, Gewicht, Volumen, immer wieder Wiederholung, jede Wiederholung. Gewicht, ziehen. Gewicht, ja. Ich glaube, um richtig massiv zu werden, musst du auch mal schwer. Na klar. Ansonsten wäre alles nur mit 10 Kilo ausgestattet. Aber, ne? Aber was man sagen muss, ich fasse das Ding hier an und da arbeitet alles. Und das siehst du in manchen Mojo im Studio. Ja, da arbeitet halt alles, aber nicht die Hinterleine. Die Hinter- und das, Schulter, das ja. Muss es halt sein. Aber das seht ihr ja schon, ne? Ob einer es haut das, ja. Ne? Oder aber nur abfälscht. Das ist ja ein aber Unterschied. Da kommt alles an. Das ist das Ding. Ja, leichter. Komm, auf geht's. Ja, schön halt. Genau. Mega. Perfekt. Da kommt der Pump rein. Komm. Ja. Boah. Eins, zwei. Komm. Eins, zwei. Zwei. Auf. Eins, zwei. Komm. Auf. Eins, zwei. Nummer. Komm. Eins, zwei. Drei Schnelle. Komm, drei Schnelle. Eins, zwei. Weiter. Nummer. Nummer. Oh. Jawohl. Gut. Oh. Genau so, auch bei Schulter immer gucken, warst du stark, bei 90% von uns, alle schaffen hier vorne, jeder Normale im Alltag, wenn du im Lager bist und arbeitest, ja, alles kommt aus der Vorderen, ja. Deswegen fange ich immer hinten an, die Bewegung hast du nie drin und sei mal ehrlich, wenn du seitliche Brust machst und hier so ein Dach rauskommt, ja, das ist halt schon sehr. Beobacht mal. Sehr geil. Freunde oder Amateur-Bodybuilder. Meistens Mango. Schulter. Mhm. Fällt weg. Ja, diese Tiefe, ne, diese Dreidimensionalität kriegst du nur ja. Mit einem vollen Schulterkopf. Ne? Das ist geil. Das ist das, was du hast. Deswegen Beuger hinter der Schulter. Genau so. Ja, Profi-Ebene. Mega wichtig. Mach mal Brücke oder? Wollen wir noch was sehen? So. Markus Rühl mal 2 Kilo-Sprünge macht. Das heißt, ich wusste noch einer und das dann waren nochmal 20 Kilo Sprünge. 10 Kilo Sprünge habe ich mir gemacht. So. Oh, das machen wir jetzt noch gleich. Ja. Auf geht's, was Feuer. Jawohl. Sehr gut. Sauber, komm. Alter. Hopp. Noch zwei. Alter, komm. Nochmal. Ja. Sehr gut. Ja, zieh durch. Ja. Komm. Stopp.
beiß durch jetzt. So, komm. Eins, zwei, jawohl. Komm, drei, geht. Vier, auf. Hoch, fünf, Hälfte haben wir. Sechs, ja. Komm, ja, auf. Hoch, 102, zwei geht noch, komm jetzt. 103, auf. Ja. Stark, Alter. Alter Vater, ey. Stande mehr gemacht. Ist geil. Hab ich auch schon ewig nicht gemacht. Ja. Aber die ist. Ich hab nicht mal 60 Kilo gemacht. Das ist unvorstellbar. Wo? Wo? Ja. Einfach nur. Das hast du auch im Träger-Shirt gemacht, das weiß ich noch. Hey, Junge, was da für Kinder hinten rausgekommen sind. War schön. Eigene Kraft, Alter. Schöne Zeit. Au! Das hast du früher auch nicht realisiert, oder? Aber mein erster Mann schwächer. Willst du es sagen? Da dachtest du dir, fuck, warum nicht die 70er? Alles hat Zeit, ja klar. Ich hab damals immer gesagt, Alter, 60. So eine Scheiße. Ist ja schwach. Ja. Und reden 90 nicht. Ich die 90 probiert, kein Millimeter. Mensch, die Sau, die krieg ich auch noch. Ja, aber dass man früher auch 90er haben können, zur Verfügung hatte. So. Ja. Aber die habe ich nicht gepackt. Kein Millimeter. Behinderte Schulter. Die 90er sind zwei dicke Frauen, Alter. Ja. Ich bin da, passiert nichts, hau weg die Scheiße. Fokus. Ja. Und auf, komm. Ja, ich bin da. Eins. Ja. Hoch. Komm. Zwei. Geht. Hoch. Ja. Geht noch weiter. Komm. Auf, Markus. Ein Stück noch. Zwei. Komm, du bist es. Jetzt auf. Und noch. Auf, Jan. Komm. Hoch. Sag ich doch, Alter. Jetzt sterbe ich. So die Bank schräg, aber Schulter und Wade. Ganz stark. Andersrum wäre es schlimmer. Maschine, ey. Ja, schwer. Junge, Junge. Schwer. Ich hole die versteckten Reserven noch raus aus dem Mann. Schwer. Geil. Ich bin 20 Jahre älter wie das Gewicht, ne? Locker. Vier, komm. Sechs, sieben, komm. Drei, zwei. Komm! Sechs, komm! Sieben, weiter! Acht, vier Stück! Drei! Zwei, komm! Einer! Komm! Oh. Sehr gut! Du Arschloch! Der weiß halt ganz genau, wie viele noch gehen. Das geht, klar. Das macht einen guten Spotter aus, sag ich dir. So, motivieren heißt, die Zahl zu kennen, die es auch geht. Ja. Und nicht irgendeinen Schwachsinn erzählen, so 112. Ja. Und dann merkst du schon, es geht nicht mehr. Das fickt dich nicht. Du kriegst so einen Brechreiz, aber mehr nicht. Aber ist so geil, ist Gold wert, wenn man so jemand hat. Ich hätte vielleicht selber noch zwei gemacht. Na ja. Genau darum geht's beim Training. Genau in dem Moment hast du den. Ja. Training ist nur, du Arschloch, Alter, nur vier, der weiß ganz genau, was geht. Damals immer nach dem Hurensohn, oder? Kannst du nicht bescheiden. Damals halt mit Simone, ich immer gesagt, wenn du daheim bist, alle rennen. Ich glaube, ich gehe gleich lieber rein zum Zumba. Hier mit dem Stab, Alter. Können wir noch mitmachen? Ja. So, morgen. Rücken oder Seite? Sag du. Du machst. Was willst du machen jetzt? Seite für Maschine scheiße, ja zum Glück. Passen wir nicht rein. Sagen wir mal hier Seitheben. Ja. Also sagst du 20, der alte Markus hätte jetzt die 22er genommen. Ich hätte jetzt 10, 20, 30, 40, 50. Ja. Und dann hätte ich nochmal einen 20er gemacht. Dann machen wir das heute Rule-Style. Ja, ich versuch's. 50 Kilo, das kann ich mir rausheben.
komm. Komm, Pumpen war voll. Pumpen voll. 3, 2, 1. Hopp. Oh, jawohl. Scheiße. Kennst du das Bild noch, ja, wo ich im Dennis da stand? Ja, Mann. Na, Dennis hat so irgendwie gemacht. Ne? So Bildnis Mama mache ich. Sie halt nur scheiße aus. Mann, Alter. Das ist legendär. Ich glaube schon alles, ne? Wenn ich das mache, kriege ich nur Falte im Gesicht. Das ist einfach ein Muskelmehl. Oh, schon zwei, Alter. Komm, hoch. So. Zwei. Einer. Nochmal. Letzter. Sehr gut. Fuck. Was da, oder? Probier's. Auf. Hoch damit. Geht schon. Die machst du, komm. Geht's. Komm, du stark. Auf, zeig mal. Eins. Legende, komm. Hoch. Ja. Weiter. Komm. Ja. Auf. Schub. Ja. Raus, du Fotze. Komm. Hoch. Und noch einmal. Komm, hoch damit. Auf. Ja. Alter. Ja, Alter. Alter. Komm, Mann. Stark. Richtig geil, Mann. So macht er das hier. Inspiration. Das Schlimme ist, mir läuft die Ratze aus dem Maul. Wenn man weiß, wie ich das früher angefühlt habe. Im Spiegel hast du es nicht ganz geschafft, aber ich habe schon immer geguckt. Ja, früher da war dein Spiegel ja noch voll mit Rotz. Alles voll, hast du einen Scheibenwerfer gebraucht. Ich rotze immer so viel beim Training, ich weiß auch nicht. Ja, woher kommt das? Ich rotze keine auch nicht so. Schwer, was muss die Fotze in Brasilien erstmal machen, Alter? Jawohl. Eins. Zwei. Komm! Hier! Hau! Weiter hoch! Hopp! Nochmal! Hopp! Hopp! Nochmal! Gut, komm, halber! Halber! Sehr gut. Jetzt zeige ich euch was. Achtung! Wie schwer? 110. Stark, Alter. Stark. Schön rund. Noch Streif überall drin, ne? Was denkst du jetzt vom Volumen? Das ist geil. Ja. Ja. Mit der Technik, wie du es mir gesagt hast. Lust. Der Rühl hatte auch seine Finger im Spiel. So zwischen den Wettkämpfen. Der scheiß Olympia. Du weißt doch selber, wie es ist. Ja, ich weiß. Ich habe immer das Beschissenste von allen gefunden. Hast du andere Nerven? Ja. Weil du immer Schiss hast, du verhaust was. Ja. Ja. Und eigentlich ist das, was dich gerade kaputt macht. Ja, ist die Psyche. Ja. Wie immer. Ja. Kurven. Wenn du einfach fliegen lässt, ist immer, weißt du, hat dann alles nichts zu verlieren. Alter. Ja. Das ist eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher so.
Ich sag's dir, halt der Schwamm. Haut auch nicht den Markus in die Pfanne, weil ich dann auch gelesen habe, oh, der hat über dich so hoch gepriesen. Ja, was weiß zu ich. Recht. Aber zu Recht. Ich meine, egal ob es jetzt die Topform war oder nicht, aber du bist ja beim Olympia gewonnen. Ja, ja, natürlich. Und das darf man nie vergessen, ob das jetzt heißt, der schlägt den und den. Man muss ganz ehrlich sagen, der Bumstead war nicht zu schlagen an dem Tag. Das ist einfach so. Aber du hattest auch nicht das Beste des Besten am Olympia gehabt. Das hat sie zwar. Ich meine, ich laufe hier in Darmstadt, laufe ich anders rein als beim Olympia. Das darf man nicht vergessen. Das Backstage. Es ist Männer und Frauen, da geht's um alles bei diesem Wettkampf. Ja. Um 12 Geld, Jahre Vorbereitung, Reputation, Sponsoring, Zukunft. Eben. Und nicht zu vergessen den Olympiatitel, ja. Und die Verpflichtung, die damit kommt, das vergisst man, glaube ich, immer. Ja. Beste Kollagen-Synthese. Naja, ich wollte schon Kollagen intravenös machen, aber so. Machst du doch mit Haribo. So. Lakritz. Ach, siehst du. Ja, aber man sieht es auch. Das sieht so unnatürlich aus. Das hakt nicht, das ist irgendwie. So. Ja, ja, genau. Irgendwas stimmt nicht. Da springt was über. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas hüpft. Ich habe immer das Gefühl, als ob ihn so was hackt. Was noch? 2. Komm, mach noch 2. Auf der linke. Komm. 16. 17. Gut. Links fehlt dir ein bisschen Volumen. Ja? Ja. Von der Pose gesehen. Ja, weil Dinge, die ist stärker. Ja. Ich bin immer, wo ich stärker bin, dann da ist es. Klar, macht ja auch Sinn. Da hängt es ein bisschen. Weil gerade bis zum Latissimus, wenn du. Ne? Ja. So, weil ich die Seite habe ich ein bisschen höher. Nur so. Ja, weil du da ein bisschen vorziehst. Ne? Ja. Sag's, weiß nicht, ob es optisch ist oder. Nee, sagst der Physio auch. Ja? Das ist so ein. Das ist so ein Schutzding, ne, wo du vorziehst. Ja. Bei mir ist gerade ein Ding. Und weil es mega verspannt ist vorne. Ja. Auf. Ja. Jawohl. Gut. Auf. Ja, locker. Sehr gut. Easy. Ich kenne rechts. Über Kopf drückst du immer noch ohne Ende. 90, 80. Noch einmal das Doppelte machen. Ja. Und links bin ich schon am Limit. Ja? Ja. Nur weil irgendeine Sehne entzündet ist da drin. Ich komme da aber nicht hin. Ja. Nicht hin. Das merke ich jetzt schon. Ja, übertreib's nicht. Immer auf den Körper hören. Danke dir. Machst du gut. Fällt dir noch Brongas mit Schwäche. Und jetzt rollst du hier noch hier raus. Alter. Da bin ich stark wie ein Ochs. Ja. Ja, das ist deine Übung, Mann. Muss man schon sagen. Da habe ich früher echt 260 auf der Maschine. Glaubst du, das ist so. Glaubst du, das Drücken macht dicke Schultern aus, oder ist es eher das Seitheben jetzt rückblickend betrachtet? Ich glaube, das alles ist. Alles, oder? Hinne, Seite, Drücken. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube eher, es hat viel was mit Winkel, Muskelansätze zu tun, bei welcher Übung du stark und schwach bist. Es kann ja sein, dass du jetzt hier schwächer bist, wie ich, und da machst du das Doppelte. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Also es ist irgendwie ein Ansatz oder ein Winkel, der nicht passt. Ja, so wie mit dem Kreuzheben und dem Kniebeugen. Da kommen da Leute ins Studio rein, die beugen beim ersten Training 100 Kilo, aber ziehen nur 50. So. Das ist, ich habe auch immer mega stark gebeugt und gezogen, habe ich immer gleich viel. Ich habe sogar manchmal gleich viel gedrückt wie gezogen früher. Ich habe immer gemerkt, wenn ich gezogen habe, war ich schwächer wie gerudert. Rudern konnte ich wie die Sau. Ja. Und ziehen war ich prozentual halb so stark. Das ist heute noch so. Ich ziehe da vielleicht 140 und Frontziehen kann ich die ganze Scheiße tun. Ja. Wollen wir noch eine machen? Eine machen wir noch. 10er, ja. Ja, ich passe da ein bisschen auf.
Stell dir mal vor, wir den noch Steroide nehmen. Hier, Alter. Du musst Randeknochen, geil. Ja, jetzt fährt's Mäusle rein. Ja, da bist du wach, Alter. Da bist du gleich mal am Start wieder. Wenn du mal müde bist beim Autofahren, musst du nur richtig den Ellenbogen ranwichsen. Dann fährst du wieder 400 Kilometer. Auf. Sieben. Acht. Zwei. Neun. Einer. Geht. Komm, locker. Jawohl. Nochmal. 12 voll. Komm, einer. Hopp. Schieb. Und das war sauber so. Sehr gut. Gut weg. Ich. Zwei. Und sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Jawohl. Ja. Sehr gut so. Gut. Genau richtig. Ja, Schulterdrücken mache ich immer nur mit dem Dicken. Sonst mache ich es tatsächlich kaum mehr, weil einfach die vordere Schulter bei mir immer so dominant war, weil ich jahrelang immer nicht aus der Brust, sondern aus der Schulter gedrückt habe bei Brust. Und deswegen. Was findest du deine Schwäche jetzt noch, wenn du dich so beobachtest im Spiegel? Was siehst du? Rückendetails? Nee. Breite nicht. So Details noch ein bisschen. Oder nicht, eher Qualität. Die braucht natürlich jetzt ein bisschen. Du hast noch ein bisschen Tiefe, wo dir fehlt. Ja, genau da oben. Ja, ein bisschen Tiefe. Fleisch ja. Hast nee, du ohne ist Ende. Ist dran. Fleisch hast du ohne Ende. Ich war so erstaunt, Markus, dass du stehst ja auf der Bühne und denkst dir, ja, okay, so und so sind die Vergleiche, aber du weißt ja nicht, wie du aussiehst neben den anderen. Weißt ja nicht mal teilweise, wer neben dir steht, weil du so in deinem Tunnel bist. Dann komme ich runter. Alicia wartet. Ich sag, zeig her. Ja. Guck mir das Bild an, die zeigt mir Rückenpose, sagt nichts. Ja. Ich denke mir so, Alter. Aha. Das ist so, da bist du dann, da ist wieder Scheiße auf die Platzierung. Ja, da guckst du das an und denkst dir, boah, jetzt. Vor allem das Geilste war, als die Hauptkampfrichter kamen und sagen, Urs, your arms are not a weakness anymore. Ja. Da war, hab ich dir gesagt, ja. Da ist das Öl runtergelaufen, Alter, den Hals. Weil dann die scheiß Arme, jeder weiß, so hackt drauf rum. Dann stehst du da, siehst auf die seitliche Brustbilder und das sieht geil aus. Ja. Und ich denke mir, so einen langen Trizepskopf muss immer noch ein bisschen drauf, aber Jahr für Jahr gleicht sich das mehr aus. Wie viele Muskeln brauchst du noch? Denkst du noch, du brauchst noch Muskeln? Oder sind es jetzt Qualität? Qualität. Training einfach. Ja. Zeit, wie die Amis sagen, Density, diese Dichte von den Muskeln. Beim Olympia hat mir ein bisschen das Volumen gefehlt, das verstehe ich. Ja, ja. Hier. Nicht die Muskeln, das Volumen. Wenn du gedrückt hast, dass das so. Ja. Das ist man halt kann das schwer erklären, was es ist. Ne? Was so, ja. Ne? Das, ich war mal bei der Firma BMS und Jens Ingendoll, Grüße, wenn du dich stehst. Jens hat immer zu mir gesagt, wenn du anspannst, muss das Ding explodieren. Mhm. Und das ist das, was beim Olympia mir so ein bisschen gefehlt hat. Dieses, du warst ja hart, aber dieses. Voll. Ja, das ist dann richtig. Das, was du eine Woche später wieder hattest dann. Das ist aber oft das Fullness. Ding. Ich hatte das zum Beispiel beim Olympia in den Beinen extrem. Ja. Und die Woche später waren die Beine eher härter und flacher. Ja. Und obenrum war es wumm. Ja. Und das ist so komisch. Manchmal lädst du auf und so manche Körperpartien mehr als andere, kommen da die Kohlenhydrate nicht so rein. Warum ist es so, dass du eigentlich immer das Gleiche machst? Man macht ja keine verrückten Dinge auf einmal. Wenn was funktioniert, bleibst du bei. Ja. Warum ist es trotzdem so, dass, so hatte ich immer das Gefühl, es kommt irgendwas anderes bei rum. Mhm. Du machst es selber und trotzdem reagiert der Körper so anders, oder so. Ja. Weil du keine Maschine bist. Ich glaube, am Ende des Tages ist es oft Glücksspiel, Alter. Ja? Weil du gehst ja auch, guck mal, das Training kannst du jetzt nächste Woche 1:1 machen. Mhm. Und du wirst kein, also jetzt zwei Sätze hinter Schulter, das Ding war aufgeblasen. Es kann sein, in zwei Wochen gehst du hin, du frisst genauso viel. Du schläfst genauso viel und du machst es und es kommt nichts bei rum. Meinst du das Kopf? Ja, ich weiß. Warst wenn du es weißt, dann sag mir Bescheid. Warst du entspannt beim Olympia oder warst du sehr schon Druck? Schon Druck ist das falsche Wort, aber so innerlich, du weißt halt, das war auch die erste Pressekonferenz, wo ich da war, du weißt halt so, du bist jetzt einer von den Besten. Das ist die Jahre davor, das erste Mal denkst du, das war nur aus Versehen, der Weinberger hat falsch auf seinen Zettel geguckt. Das zweite Mal denkst du dir, okay,
es scheint jetzt nicht ein Versehen gewesen zu sein. Du bist jetzt da, aber du bist immer noch Rookie. Und jetzt war so das Jahr, wo der ist da dabei. Also der ist eh vorne mit dabei. So war halt am Anfang immer dieses Gerede. Und dieses eh vorne mit dabei, das ist eigentlich nicht so selbstverständlich, Alter. Dass du so, das ist kein Kreisliga-Fußball-Kick, wo man sagen kann, das ist aber ist Fluch und Segen. Ja. Weil du bist immer an dem gemessen, was du, wenn du mal 2 Meter gesprungen bist, sind die 1,95 scheiße. Ja, das ist es. Obwohl ich vor einem Jahr noch gefreut hättest über 1,95. Und irgendwie ist es geil, weil das treibt mich auch an. Ja. Und jetzt zu wissen, hey, ich krieg das Battle in 10 Wochen, das tritt dir schon in den Arsch und das brauchst du auch, weil nur einen harten Gegner und lernst du beißen. Hast du Angst manchmal? Ja, gewisserweise schon. Wovor? Zu verlieren? Nee, mir selbst nicht gerecht zu werden. Ja. Mir selbst, Markus, nicht gerecht zu werden. Weil das Verlieren gehört dazu. Verlieren hat mich immer schon besser gemacht. Ja, klar. Verlieren gibt dir immer den Tritt in den Arsch. Ich weiß noch, 2016, erste Mal mitgemacht. Alter, ich habe die Schule dafür geschmissen. Mach das nicht da draußen. Meine Mutter, die dachte, Junge, du bist, also jetzt geht's bergab. Ich bin gerade so ins Finale gekommen. Das war's aber. Dann habe ich mir so den Arsch aufgerissen, 2 Jahre später. Dann deutsche Meisterschaft gewonnen, österreichische Meister geworden und so. Und dann, die 2 Jahre habe ich geackert, um halt eben die Mutti stolz zu machen. So. Und das ist halt das, weil, ja, wenn du immer gewinnst, ich glaube, oben zu bleiben, man sagt schwer, ja so, der Wolf, der den Berg hochgeht, ist immer so hungriger als der, was schon oben ist. Auf der Spitze vom Berg ist die Luft dünner, ne? Ja, und das ist das Ding, deswegen, ich bin Angst davor, mir nicht selbst gerecht zu werden, aber die Angst wird gleichzeitig dann wieder genommen von der Motivation, Niederlagen und der Motivation. Die Motivation. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist immer das, was. Wie war es bei dir? Was Leute mir erzählen, ich hatte Angst zu, nicht zu verlieren vom Platz her, aber Angst, meinen Status zu verlieren. Mhm. Angst, auf einmal nicht mehr das zu packen, was ich schon hatte. Ja, und da brauchst du ein gutes Umfeld. Ich weiß noch, ich habe dich ja. Also du warst ja der Zweite nach meinem, ja gut, mein Trainer war dabei, aber du warst der Zweite, den ich angerufen habe und wir telefoniert haben und kannst dir selber sagen, ich habe dich angerufen, da wäre ich Letzter geworden, weil ich auch nicht, ich weiß, hab dein Rat gebraucht, wie ich jetzt. Ich habe es ein bisschen gelesen, habe gedacht, meine Güte, seid ihr schlecht, ey. Ja, ich wusste halt nicht, wie ich damit umgehen soll, ich habe es dir gesagt, das gar ist nicht, so, für mich war es ein Erfolg und ich, sag, der ich saß eins, dann da in der Wohnung und dachte mir, okay, jetzt rufe ich dich an und dann hast du jetzt Olympia gewonnen. Wer ist jetzt Olympia gewonnen? Während das die wohl erst gratuliert hätten. Im Sport ist es ein Haifischbecken. Mhm. Und das sind viele Fische, die dich fressen wollen. Dachte man dann auch, wie du da 12 Jahre drin ausgehalten hast, das ist schon. Da musst du halt mental sehr, sehr stark sein und halt auch. Was hat dich mental immer so in Spur gehalten, gebracht? Ich meine, der Kameramann war immer bei mir. Ne? Ich war eben mental oft ein Frack. Aber das glaube ich dir. Ich habe mich halt fallen lassen bei denen, ne? bei der Simone. Habe ich mich auch fallen lassen bei meinem Kameramann, der immer bei mir war. Muss man auch sagen für die Leute, die es nicht wissen. Der Mann hinter der Kamera ist schon seit dem ersten Video an deiner Seite und wahrscheinlich auch bis zum letzten. Also, das finde ich auch extrem geil. Und das ist halt so, wenn du dein Umfeld hast, dem du vertrauen kannst, wo du dich halt auch fallen lassen darfst. Ja. Das ist ja wichtig, dass du dann auch mal Schwäche zeigen darfst. Und das baut dich ja wieder auf, weil wenn du immer nur dich verstellen musst, und für die das bist macht du dich immer kaputt. Noch der du immer warst. So. Und wenn ich dich anrufe und du sagst, du, das geht mental in mir vor, und dann weiß ich genau, was du durchlebst. Du musst mir erzählen, wie stark du bist. Ja, du musst mir erzählen, was schwach ist. Ja, eben. Weil ein starker Mensch muss ich nicht aufbauen. Nee. So überheblich und selbstbewusst ist ganz schmale Grad. Ja, schon. Und auch die vermeintlichen 140 Kilo Außenfassade, die zeigen oft nicht das, was innen vorgeht. Keiner kennt dich wirklich. Ja. Auch ihr kennt uns nicht, was wir privat reden. Aber das ist auch gut so. Aber er redet ähnlich viel Scheiße auch privat wie vor Kamera. So, so, noch einer. Mach fertig. Ja. Jawohl. Ja. Ja, dann macht ihr noch Cardio zum Abschluss. Auf. Jawohl. Stark. Komm. Ja, geht. Auf. Noch 3. Ja, 2 noch. Hoch. Und die letzte. Jawohl. Stark. Jetzt sterbe ich. Komm, ich hab dich.
Letzte noch, komm. Komm, mach fertig. Linke. Letzter Satz für heute. Auf. Raus da. Ja. Hoch. Komm. Ja. Geht. Auf. Jawohl. Ja, stark, Markus. Komm, beiß durch. Letzter Satz. Ja, wir haben es gleich. Hoch. Komm. Noch zwei. Zwei noch. Und die letzte. Stark. Guter. Respekt, Alter. Das ist halt. Jetzt musst du den Windows XP Sound. Geil. Das ist halt echt. Ich denke, wenn ich allein bin, ich trainiere noch gut, ne? Aber wenn du das dann mitmachst. Das macht Spaß. Ja, aber ich weiß, ich kann immer. Weißt du, es ist immer heutzutage, man dreht ja schon mit dem einen oder anderen und oft fährst du hin und du weißt, ah, scheiße, das ist so ein verschenktes Training. Und bei Markus ist es tatsächlich so, wo ich hinfahre und weiß, geil, das kann ich auch als Trainingstag nehmen. Mir notieren und nehmen, weißt du, weil. Das geht ja auch um dich heute. Nee, es ist geil. Es ist nicht irgendwie Videodreh, sondern es muss schon Training sein. Und dann. Das ist ja Quatsch. Ja. Ja. Vielleicht machen wir das ab und zu öfters mal. Wer weiß, was kommt. Wer weiß, was kommt. Na? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Grüße. Danke fürs Zuschauen. Liken, kommentieren, teilen. Drückt mir die Daumen bei der Arno Classics nicht mehr lang. Wird geil. Für alle. Ja, Mann, wir geben egal, wenn es kommt. Vielleicht habt ihr schon frohe Weihnachten gehabt, wir wissen es nicht. Vielleicht habt ihr schon eine gute Rutsche, aber es wird bestimmt noch im alten Jahr kommen. Also bleibt stabil. Guten Rutsch. Grüße. Bis nächstes Mal. Bis ciao. Bald. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Markus Röhl.